Am Anfang stand eine einfache Idee. Menschen, die ungewöhnlich alt werden. Und die allesamt sehr ähnlich leben. Sie könnten vielleicht helfen, das Rätsel Alzheimer zu lösen. Hinter alten Klostermauern ist die Wissenschaft fündig geworden. Was sie dort findet, ahnte niemand. Diese Nonnen werfen ein völlig neues Licht auf die Alzheimer-Krankheit. Trotz hohen Alters sind sie geistig enorm fit. Sie trotzen der Demenz. Mehr noch, im Laufe der Studie widerlegen sie die bisher gängigsten Theorien, wie der geistige Verfall entsteht. Dieser Film wird Menschen vorstellen, die ungewöhnliche Wege einschlagen müssen, um das Rätsel Alzheimer zu lösen. Lexington im US-Bundesstaat Kentucky. Hier entsteht Anfang der 90er Jahre die Idee zu der mittlerweile als Nonnenstudie berühmten Untersuchung. Das Sanders Brown Center für Altersforschung. Der Leiter, David Snowden, Professor für Neurologie und renommierter Alzheimer-Experte. David Snowden hat einen ungewöhnlichen Forschungsansatz. Er will im Kloster die Altersdemenz untersuchen. Die Schwestern von Notre Dame in Minnesota sind für ihn ideale Testpersonen. Auch die deutschstämmige Mattia Gores. Sie war ein bemerkenswerter Mensch. Obwohl sie 104 Jahre alt wurde, war sie voller Energie. Als ich sie zum letzten Mal besuchte, wollte ich in ihr Zimmer. Aber eine der anderen Schwestern sagte, sie ist unten auf der Krankenstation und treibt die jungen Schwestern an. Sie war eine wundervolle, vor Kraft strotzende Persönlichkeit. Bei Menschen, die so uralt werden, gibt es eine bestimmte Art von Energie, die zum Teil erklärt, warum sie so lange leben. Schwester Mattia ist eine von über 600 Nonnen, die bei der bis heute laufenden Studie mitmachen. Die jüngsten sind fast 80, die älteste ist 107. Mit Hilfe von Tests prüft Snowden regelmäßig Gedächtnis und geistige Fitness der Schwestern. Mattia schneidet dabei immer wieder hervorragend ab. Sollte sie trotz ihres hohen Alters der Alzheimer-Krankheit völlig widerstehen, obwohl mit über 100 jede zweite an Demenz leidet? Snowdens Untersuchungen gehen noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er hat die Nonnen gebeten, nach dem Tod ihr Gehirn für die Forschung zu spenden. Und fast alle haben zugestimmt. Als Mattia schließlich stirbt, macht sich ein Pathologe an die Arbeit. Die Forscher wissen, dass sie eine einmalige Chance besitzen. Sie haben präzise Aufzeichnungen über die geistigen Leistungen der Nonnen. Und jetzt können sie die dazugehörigen Hirne untersuchen. Was wird der Vergleich zeigen? Besonders wichtig, die Nonnen haben unter fast identischen Bedingungen gelebt. Eine sichere Alzheimer-Diagnose ist nur möglich, wenn dünne Gehirnschnitte mikroskopisch untersucht werden. Beim lebenden Menschen sind auch mit modernster Röntgentechnik keine Alzheimer-Veränderungen im Gehirn zu erkennen. Im Gehirn eines Toten sind nur bei schweren Fällen regelrechte Löcher schon mit bloßem Auge sichtbar. David Snowden ist daher überrascht, als das Gehirn von Schwester Mattia verdächtig aussieht. Sind es die für Alzheimer typischen Veränderungen? Rundliche Flecken, auch Plaques genannt. Überall Plaques. Es sind jene Klumpen, die als die eigentlichen Verursacher der Krankheit gelten. Doch Mattia hatte kein Alzheimer. With her. Wir waren überrascht, als wir uns ihr Gehirn anschauten. Es gab viele der für Alzheimer typischen krankhaften Veränderungen. Auch bei anderen Nonnen war es so. Man kann also ein Alzheimer-Gehirn haben, muss aber nicht unbedingt unter Krankheitssymptomen leiden.
Und genau das bringt die gängige Alzheimer-Theorie ins Wanken. Alois Alzheimer selbst beschrieb vor gut 100 Jahren erstmals die typischen Veränderungen im Gehirn. Besonders auffällig sind rundliche Ablagerungen, die Alzheimer-Plaques. Die Plaques sollen das Gift sein, das Nervenzellen zerstört. Und der massive Zelltod führt schließlich zur Demenz. So die Haupttheorie, der bis heute die meisten Forscher anhängen. Doch die Nonnen lassen daran zweifeln. Plaques allein können nicht die Ursache sein. Einen noch eindringlicheren Beleg dafür bringt der Fall von Schwester Bernadette. Die Nonne ist bereits über 80, als David Snowden in ihrem Kloster seine Studie Anfang der 90er Jahre beginnt. Sie war ein sehr netter Mensch und extrem wach. Besonders bemerkenswert war, wie sie unsere Tests meisterte. Sie hatte ein großartiges Gedächtnis und erreichte überall hohe Punktzahlen. Tatsächlich verbesserte sie sich sogar von Jahr zu Jahr in einigen der Tests. Schließlich, mit 85 Jahren, stirbt Bernadette an einem Herzinfarkt. Als wir ihr Gehirn untersuchten, sahen wir, dass sie eines der schlimmsten Alzheimer-Gehirne besaß, die wir jemals hatten. Das absolute Endstadium. Sogar die Alzheimer-Gene waren bei ihr vorhanden. Die Ergebnisse ihrer mentalen Tests zeigten dagegen nicht den geringsten Hinweis auf eine Demenz. Sie war blitzgescheit. Wir dachten zuerst, man hätte uns das falsche Gehirn geschickt. Sie ist unser bestes Beispiel für jemanden, der der Krankheit widerstehen kann. Doch was macht jemanden resistent gegen Alzheimer? Möglicherweise intensives geistiges Training, wie auch andere Fälle belegen. Ein englischer Neurologe berichtet 2004 von einem Schachspieler namens Richard Wetherill. Wetherill sucht eines Tages seinen Arzt auf. Er könne nicht mehr wie früher 8 Züge im Voraus denken, sondern nur noch 5. Der Arzt veranlasst mentale Tests, die der Mann mit Bravour besteht. Keinerlei Anzeichen von Demenz. Kurz darauf stirbt Richard Wetherill unerwartet. Eine Obduktion folgt. Der Pathologe findet ein Gehirn, das mit Plaques übersät ist. Alzheimer fast im Endstadium. Auch Musiker scheinen eine Art Schutz gegen Demenz zu besitzen. Ihre Gehirne sind in bestimmten Bereichen regelrecht vergrößert. Dabei handelt es sich gerade um die Bereiche, die im Alter am ehesten abbauen, wie Schweizer Neurologen herausfanden. Dave Brubeck ist fast 90. Musiker wie der 84-jährige Saxophonist Charlie Mariano könnten davon profitieren, dass ihr Hirn über Jahrzehnte besonders herausgefordert war. Musizieren verlangt ein komplexes Zusammenspiel von geistigen Leistungen und körperlicher Koordination. Das könnte eine Art Reserve im Gehirn aufbauen, vermuten manche Wissenschaftler. Die schützt womöglich auch den 83-jährigen Schlagzeuger Louis Belson. Doch was genau geht vor, wenn ein Mensch der Alzheimer-Krankheit widersteht? Oder wenn er daran erkrankt? Deutsche Forscher gehen diesen Fragen nach. Und auch sie stoßen auf Ungereimtheiten. Universität Göttingen, Institut für molekulare Psychiatrie. Nicht Menschen, sondern Mäuse sind das Studienobjekt der Forscher. Sie sind eine Art Modell, an dem die Krankheit in allen Stadien untersucht werden kann. Es sind besondere Mäuse. Sie sind gentechnisch manipuliert, tragen menschliche Gene in ihrem Erbgut. Und zwar von Patienten, die an einer besonders schweren, erblichen Form der Alzheimer-Krankheit leiden. In der Natur kommt Alzheimer bei Mäusen nicht vor. Sind sie dennoch ein geeignetes Modell für die Krankheit, wenn sie die menschlichen Gene tragen? Werden sie wirklich krank? Verhaltenstests geben den Forschern darüber Aufschluss.
Zunächst eine ganz normale, gesunde Maus. Sie ist neugierig, erkundet erst alles, bevor sie sich für einen Ruheplatz entscheidet. Dann die Alzheimer-Maus. Sie ist ängstlich. Ähnlich wie ein erkrankter Mensch reagiert sie auf die ungewohnte Umgebung mit Unsicherheit. Schnell zieht sie sich in eine Ecke zurück. So die Diagnose der Forscher nach etlichen Beobachtungen. Für Thomas Bayer sind das entscheidende Tests. Denn Alzheimer-Mäuse, die einen Krankheitsverlauf haben, der dem des Menschen so ähnlich ist, das gab es bisher nicht. Zunächst wieder eine normale Maus. In dem eingefärbten Wasser können die Forscher die Bewegungen mit einer Kamera genau aufzeichnen. Das typische Verhalten. Neugierig wird jede Ecke der ungewohnten Umgebung erkundet. Dagegen die Alzheimer-Maus. Stumpf rotierend. Vom Erkundungstrieb keine Spur. Die Forscher haben keinen Zweifel. Diese Mäuse haben Alzheimer. Viele Tests sind auffällig. Und zwar, das ist interessant, genau zu dem Zeitpunkt, wenn wir einen erheblichen Nervenzellverlust feststellen, das sind so in einer Maus, die ist ein halbes Jahr alt, genau zu dem Zeitpunkt finden wir auch diese Verhaltensauffälligkeiten. Das korreliert sehr, sehr gut. Deswegen sind wir auch überzeugt davon, dass wir ein gutes Modell für die Alzheimer-Krankheit in den Händen haben. Das Entscheidende ist nun, was geschieht im Hirn der Mäuse? Werden Ablagerungen in Form von Plaques sichtbar? Zerstören sie das Gehirn so sehr, dass es zum geistigen Verfall kommt? Thomas Bayer schneidet die Mäusehirne zunächst in hauchdünne Scheiben. Es folgt ein wichtiger Schritt für die Suche nach den Krankheitsursachen, die Färbung der Hirnschnitte. Für jede Ablagerung, die sichtbar gemacht werden soll, braucht man einen eigenen Farbstoff. Thomas Bayer entscheidet sich dafür, die Plaques zu färben. Er weiß, die meisten seiner Forscherkollegen haben sie im Visier. Die Plaques seien das Gift, das die Nervenzellen sterben lässt. Wo sind die Plaques im Gehirn? Und wo sterben Nervenzellen? Dann sieht er etwas, was den Gängigungen für die Alzheimer-Krankheit widerspricht. Die Plaques sind zwar da, aber die Nervenzellen sterben woanders. Hier dieses Zellband wird zerstört. Ja? Und die Alzheimer-Plaques liegen hier, hier und weiter außerhalb. Und was man hier noch, außerdem noch erkennen kann, ist, dass in den Zellen selber dieses Material, das sind keine Plaques, sondern das sind Ablagerungen in den Zellen selber. Und die führen schlussendlich dazu, dass die Zellen absterben. Trotz dieser Ergebnisse aus Verhaltensexperimenten und Hirnuntersuchungen. Zurzeit werden neue Medikamente entwickelt, die allein gegen die Plaques gerichtet sind. Für 10% des Nervenzellverlusts in unserem Mausmodell sind Plaques verantwortlich. Und für den gesamten Rest, 90% der abgestorbenen Zellen, ist dieses andere Material in den Nervenzellen selber verantwortlich. Also kann man auch andersrum sagen, wenn es uns gelingt, mit einer Therapie die Plaques aufzulösen, dann können wir bestenfalls 10% der Nervenzellen wieder retten. Noch nehmen andere Forscher kaum Notiz von diesen Ergebnissen. Doch wenn man nur auf die Plaques fixiert ist, übersieht man Wesentliches, meint der gerade erst berufene Professor. Und man wird vor allem die Alzheimer-Frühstadien nicht verstehen, wenn noch keine Symptome da sind. By the time you get memory problems, there's already damage. Wenn man Gedächtnisprobleme bekommt, gibt es schon Schäden im Hirn. Und ähnlich wie bei einer Lawine ist der Prozess kaum zu stoppen. Man muss ihn eigentlich stoppen, bevor die ersten Schäden auftreten. Den Prozess frühzeitig aufhalten. Es gibt einen Wissenschaftler, der herausgefunden hat, wie man das schaffen kann. Pat McGeer von der Universität Vancouver in Kanada. Der renommierte Hirnforscher verfolgt eine ganz eigene Idee zur Entstehung von Alzheimer. Auch seine Geschichte stellt die Lehrmeinung über die Krankheit auf den Kopf. Die
Die Methode, mit der er Gewebeproben färbt, erweist sich als Schlüssel zu einer unerwarteten Entdeckung. Normalerweise färbt er Schnitte aus Alzheimer-Gehirn mit den üblichen Farbstoffen, um zum Beispiel Plaques sichtbar zu machen. Doch eines Tages probiert er einen neuen Farbstoff aus. Ursprünglich wollten wir untersuchen, ob vielleicht eine Virusinfektion Alzheimer auslösen könnte. Kollegen gaben uns den Tipp, im Gehirn nach Zellen der Immunabwehr zu suchen und sie mit einer besonderen Färbung sichtbar zu machen. Wir fanden zwar keinen Hinweis auf einen Virus, aber als ich das erste Mal die gefärbten Hirnscheiben sah, fiel ich fast vom Stuhl. Spektakuläre Zellen, die wir nie zuvor gesehen hatten. Nicht altbekannte Ablagerungen wie Plaques erscheinen im Mikroskop, vielmehr Unmengen spezieller Gehirnzellen, sogenannte Mikroglia. Sie kommen nur unter einer Bedingung in so riesiger Zahl vor: wenn das Gehirn entzündet ist. Pat McGeer recherchiert in der Bibliothek. Hat noch niemand vor ihm diese besonderen Zellen in Alzheimer-Hirnen gesehen? Handelt es sich bei Alzheimer vielleicht um eine Entzündung des Gehirns? Schließlich entdeckt er einen wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahre 1919. Darin wird über die Mikrogliazellen in Alzheimer-Gehirnen berichtet. McGeer erkennt, der Kollege war vor 90 Jahren auf der gleichen Spur wie er. Entzündungen im Gehirn als Ursache für Demenz. Eine Theorie, die in Vergessenheit geriet. McGeer entschließt sich, das zu ändern. So the idea was, can we find conditions where people have been taking. Ich hatte folgende Idee. Gibt es Menschen, die sozusagen zur Vorbeugung entzündungshemmende Medikamente nehmen? Nicht gegen Alzheimer, aber gegen eine andere Krankheit, die sie damit bekämpfen wollen. Wir suchten uns Rheuma-Patienten aus. Denn Rheuma ist eine zerstörerische Krankheit der Gelenke, die früher beginnt als Alzheimer. Wenn eine Entzündung die Ursache für Alzheimer ist, dann müssten gewöhnliche Rheumapillen, zum Beispiel mit dem Wirkstoff Ibuprofen, auch vor Alzheimer schützen. Pat McGeer macht sich an eine ungewöhnliche Detektivarbeit. Er ruft Rheumaspezialisten in der ganzen Welt an und fragt nach, ob unter den Rheumakranken auch Alzheimer-Patienten sind. Sie haben solche Fälle nicht? Aber einige müssen doch dabei sein, die auch dement geworden sind. Thank you very much. Anfangs kann er es kaum glauben. Aber es findet sich tatsächlich fast kein Rheumatologe, der jemals einen älteren Patienten mit Alzheimer gesehen hat. Aber er weiß auch, eine Telefonumfrage wird die Fachwelt nicht ernst nehmen. Er braucht handfeste Daten. Er muss einen Arzt finden, der Daten über Rheumapatienten und ihre sonstigen Krankheiten gesammelt hat. Und schließlich hat er Glück. Sie haben Aufzeichnungen. Wunderbar. Sie werden bald von mir hören. Jetzt war es möglich, eine Gruppe von Menschen zu untersuchen, die entzündungshemmende Medikamente nehmen, und zu prüfen, bekommen sie Alzheimer. Der Unterschied war riesig. Rheuma-Patienten haben 6-mal weniger Alzheimer. Das heißt, es ist zwar nicht sehr schön, Rheuma zu haben, aber wenigstens schützt es das Gehirn. Das Ergebnis sorgt für Aufregung in der Fachwelt. Sollten tatsächlich ganz normale und billige Wirkstoffe wie Ibuprofen und Diclofenac vor Alzheimer schützen? Noch bedarf es weiterer Untersuchungen, aber McGeer ist optimistisch. Es gibt einen Silberstreif am Horizont für die Betroffenen. Die Frage lautet, sollen auch Menschen, die kein Rheuma haben, entzündungshemmende Medikamente nehmen zur Vorbeugung gegen Alzheimer? Berücksichtigt man, was wir über das Gehirn wissen und was wir in der Studie herausgefunden haben, ist meine Schlussfolgerung, sie sollten es tun. Aber Pat McGeer weiß nicht genau, welches Rheumamittel und welche Dosierung er empfehlen kann. Denn Wirkstoffe wie Ibuprofen wurden vor allem bei Mäusen als Alzheimer-Mittel getestet, aber noch nicht im großen Stil am Menschen.
Und Pat McGeer bekommt einfach keine Gelder, um die entsprechenden Studien durchzuführen. Weltweit findet er keine Firma, die bereit ist zu investieren. Der simple Grund: ein Arzneimittel aus altbekannten Wirkstoffen kann nicht patentiert werden und würde daher nicht genug Gewinn abwerfen. Dabei zeigen erste Tierversuche, wie erfolgversprechend der Ansatz ist. Deutsche Forscher von der Universität Münster mischen ihren Mäusen Ibuprofen ins Futter. Die Tiere sind genetisch veränderte Alzheimer-Mäuse. Bei einem Gedächtnistest sollen sie eine Plattform wiederfinden. Tatsächlich können sie sich besser erinnern, nachdem sie Entzündungshemmer eingenommen haben. Und dennoch, dieser Ansatz zur Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments wird nicht weiter verfolgt, weil sich die Pharmaindustrie dafür nicht interessiert. Millionen investiert die Industrie hingegen an der Universitätsklinik Charité in Berlin. Die Klinik nimmt teil an einer Medikamentenstudie des US-amerikanischen Pharmakonzerns Wyeth. Die Leitung der psychiatrischen Klinik der Charité hat Alzheimer-Patienten für die Studie gewonnen. Sie bekommen hier eine ganz neue Art von Medikament verabreicht. Das Ganze knüpft an Versuche an, die schon mal in der Schweiz durchgeführt wurden. Es geht um einen Impfstoff gegen Alzheimer-Plaques, jene Ablagerungen, die nach der gängigen Theorie die Ursache für die Krankheit sein sollen. Der Impfstoff soll im Körper eine Immunantwort gegen die Plaques provozieren. Die Immunabwehr der Patienten soll anschließend die Plaques im Gehirn auflösen. Doch das Ganze birgt ein Risiko, denn geimpft wird nicht gegen einen fremden Krankheitserreger, sondern gegen etwas Körpereigenes. Wenn die Immunantwort zu stark ausfällt, droht eine Art allergischer Schock. Immunologische Therapien haben sicher immer auch das Risiko, dass mit der Immunantwort Dinge passieren, die man im Vorhinein noch nicht überdacht hat. Auf der anderen Seite gibt es eben doch eine große Anzahl von Tierversuchen und auch Vorerfahrungen bei der Anwendung an Menschen, die darauf hindeuten, dass das Risiko, was man durch eine solche Impfung gegen die Alzheimer-Erkrankung eingeht, ein wirklich vertretbares Risiko ist. Ein vertretbares Risiko? Im Jahre 2002 testen Wissenschaftler in der Schweiz erstmals ein ähnliches Medikament gegen Plaques. Doch der Impfversuch muss abgebrochen werden. Von 300 Patienten bekommen 15 eine lebensgefährliche Gehirnentzündung. Die Immunantwort fällt bei ihnen offenbar zu heftig aus. Für zwei Patienten kommt damals jede Hilfe zu spät. Der Impfstoff für den neuen Versuch ist laut Hersteller modifiziert. Doch Kritiker beruhigt das wenig. It's stepping into territory. Die Impfung betritt Neuland. Wir wissen zu wenig darüber, wie so etwas angewendet werden kann. Wenn es klappt, wäre es ein spektakulärer Fortschritt. Aber es ist wie bei der Geschichte vom Zauberlehrling und den Geistern, die er rief. Wenn die Verantwortlichen die Warnzeichen nicht verstehen und sich nicht vorsehen, könnten viele Menschen geschädigt werden. Wir sprechen über ein Medikament, das im Gehirn wirken soll. Dabei ist es keine Pille, die man gegen Halluzinationen nimmt, wenn man unter Schizophrenie leidet. Wir reden über ein Mittel, das man nehmen muss, wenn man noch gar keine Symptome hat. Denn eine Impfung, die Plaques und andere Ablagerungen stoppen soll, ist wahrscheinlich nur wirksam, wenn man sie Jahre, wenn nicht Jahrzehnte im Voraus macht. Also bevor sich überhaupt die ersten Symptome bemerkbar machen. The Alzheimer's symptoms would show up. Die Forscher in der Charité hatten zugesagt, dass in diesem Film Patienten zu Wort kommen dürfen, die am Impfversuch teilnehmen. Doch kurz vor den Dreharbeiten zieht die Charité die Zusage zurück. Was sagt Studienleiter Matthias Riepe vor der Kamera zur Begründung? Was sagt er dazu, dass die Nonnenstudie und andere Untersuchungen die Plaque-Theorie in Zweifel ziehen? Und warum impft er trotzdem gegen die Plaques? Professor Riepe gibt Antworten. Doch er untersagt uns im Nachhinein, sie zu senden. Eine mögliche Erklärung für diese Geheimniskrämerei liefert dieses Fax. Der Impfstoffhersteller Wyeth hat es kurz vor den geplanten Dreharbeiten an die Studienleiter geschickt. Darin heißt es, Zitat,
Äußerungen und Verlautbarungen gegenüber Dritten, einschließlich den Medien, dürfen nur nach vorheriger Absprache mit Wyeth erfolgen. Offenbar fürchtet man kritische Fragen. Denn die teure Impfstoffentwicklung muss sich bald rentieren. Und auf altbewährte Wirkstoffe will man nicht umschwenken, auch wenn sie womöglich sicherer sind. Man macht Studien mit Medikamenten, die hohe Einnahmen versprechen. Wenn man als Forscher auf Firmen angewiesen ist, dann werden diese nur Versuche mit Wirkstoffen unterstützen, die teuer verkauft werden können. Viele altbewährte Medikamente sind die besten. Sie werden ausrangiert, weil sie zu billig sind. Die Erklärung ist ganz einfach. Weltweit warten viele Millionen Alzheimer-Patienten auf ein Medikament, das der Krankheit ihren Schrecken nimmt. Bisher vergeblich.